Moin Freunde, auch schon ausgeschlafen? Ganz gewiss. Teil 3 in der Wartburg-Story. Ja, wir suchen die Reserveradmulde, die wollen wir natürlich hier irgendwo finden und ausschneiden lassen. Und da ist uns noch was ins Auge gestochen. Hier, dies Ding stach uns gleich ins Auge. Ein mittlerweile 30 Jahre alter Polo und ein originales Autoradio ist auch noch drin. Und wir sind hier bei dem Autofriedhof Autoverwerter Schrottplatz Gut in Datteln-Henrichenburg. Also wenn ihr da mal alte Teile braucht, hier seid ihr richtig. Alte Teile für alte Autos. Ah, die Lagerhallen voll. Na, wir gucken mal weiter, ob wir diese Reserveradmulde jetzt finden und das Autoradio nehmen wir dann auch noch raus. Also, bis gleich. Ah ja, ja jetzt, ja genau. Wir wollten eigentlich nur eine Reserveradmulde, haben sie auch in einem Golf gefunden und dann stach uns hier dieser von 1990 ins Auge. Ja, was kann man von sowas gebrauchen? Also, wir waren schnell. Der originale Lautsprecher, der unterm Armaturenbrett sitzt und ein originales Radio von Blaupunkt. Ich habe noch einen Blaupunkt gefunden aus dem alten Renault, Baujahr 1990 und habe diese Sachen erstmal sichergestellt. Wann kommt man schon mal wieder? Da haben wir noch die originale Lautsprecherabdeckung und natürlich das Original VAG Service Heft. Natürlich tolle Geschichten. Hier fliegt natürlich alles, die originale Polo Betriebsanleitung. Da macht man einfach mit einem Bügeleisen wieder glatt. Ja, das ist eine Ausbeute, die nicht gesucht wurde, aber meistens findet man das, was man nicht sucht. Aber wir sehen uns gleich, wenn die Reserveradmulde rausgeschnitten wird, denn das muss ja beim Wartburg weitergehen. Bleiben Sie uns treu, bis nachher. Wir sehen uns. Ja, die Reserveradmulde konnte der Mann heute Mittag auf dem Schrottplatz nicht ausbauen oder wollte nicht, konnte nicht, ist egal. Dafür kommt die Montag, denn er hatte Feierabend, das war 12 Uhr. Gut, wir haben ja eine gefunden, die kommt hinten rein. Dennoch ist viel passiert, Sie sehen selber hier von Teil 1, der Schweller war kaputt. Mittlerweile ist hier ein neues Teil eingeschweißt worden, muss natürlich verspachtelt und dann lackiert werden. Weitere Teile sind gereinigt worden, ist natürlich auch grundiert worden. Hier ist ja immer noch das schlimme Teil, was natürlich wegkommt. Und hier hinten, die Knabberstelle ist auch fertig. Alles ist mit Fluid Film hier und Gelserol besprüht worden, kann aufweichen und so weiter. Der Boden wird gereinigt, lackiert und gemacht. Ja, die Hinterachse, ach ja, die ist demontiert. Natürlich, wie wir sehen, die Vorderachse liegt auch schon unten. Wie sehen die Teile aus, der Hinterachse? Gehen wir gleich mal rüber und gucken. Wir hatten ja auch noch die Bremszangen gehabt, die sind auch fertig. Die Bremszangen sind jetzt komplett fertig, lackiert, gereinigt, mit hitzebeständigem Lack, sind einbaufertig. Das sind die Hinterachsteile, die Stoßdämpfer, Spiralfedern, die Ankerplatten, alles ist schon trocken, wunderbar, eigentlich einbaufertig. Die Vorderachse bekommt jetzt neue Radlager, die Hinterachse auch. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Montag wieder. Sie sehen auch vorne, da war ja auch einiges. Da können Sie gucken. Hier ist zum Beispiel das Loch zu. Das ist alles gereinigt. Wie gesagt, Vorderachse raus, Radlager kommt neu. So schlecht sieht es gar nicht aus. Ich würde sagen, wir bleiben bei der Stange. Sie auch, bleiben Sie gewogen treu. Es bleibt spannend. Bis neulich.